Wolltet ihr immer schon mal wissen, wie so ein Musikvideodreh abläuft oder ablaufen könnte? Dann seid ihr hier richtig. So schaut das eben aus, wenn Frauen sich eben falsche Wimpern aufkleben. Damit sie echt auch hübsch ausschauen. und das halt alles nur für die Kamera. Und ja, weil ich habe nämlich nichts oder kaum was. Oh ja, hast du schon, aber sehr kurz halt. Die sind mega kurz. So. Merkt man den Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe die anderen Wimpern an. Meine sind immer die gleichen. Wir können ja natürlich auch gerne über die Musik reden. Tja, das ist natürlich auch möglich. Das Lied heißt Coming Back. Es geht darum, dass man sich nicht so weit weg von sich selbst entfernt und nicht auf die guten Dinge vergisst, sich nicht nur an dem Alltag mit Dingen beschäftigt, die nur ein Muss sind. Ja, man muss sich Zeit für sich selbst nehmen und sich wieder an den guten Sachen besinnen. Ja, genau. Einfach zu sich selbst finden, genau. Und wieder Freude am Leben haben. You know, just coming back to yourself. Und wer hat geschrieben, das Lied? Das Lied habe ich geschrieben und die tolle Interpretation ist von Marjorie. Die Elena ist eine großartige Songwriterin und wer sie noch nicht kennt, das Album kaufen, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Sie schreibt wunderschön und berührt einfach den Nerv, würde ich jetzt mal sagen. Sagt man das so? Ist es Deutsch? Ich weiß nicht, ob das man so sagt. Nerv. Warte, vielleicht das Herz. Das Herz, genau. Sie berührt das Herz, nicht den Nerv. Den Nerv der Zeit. Sprich weiter. Sag uns alles, was du über die Musik denkst. Heißt du es? So, Marjorie ist fertig. Nun kommt Elena an die Reihe. Elena, du hast nicht zufällig ein Concealer mit? Also ich nicht, aber vielleicht... Nein, Marjorie hat schon etwas anderes vor. An erster Stelle, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Soll ich einschalten schon? Geht schon? Da, wie ihr sicher merkt, ist das unsere erste Backstage-Sendung. Okay, wir fangen nochmal an. Hi, mein Name ist Marjorie Etokudo und ich bin die Sängerin von Euphonics. Wir haben soeben unser Album herausgebracht, also im Juni herausgebracht. Das Album heißt Smooth. Kaufen. Backstage-Sendung oder Einkaufssendung, je nachdem, egal. So, nun kann es aber losgehen. Wir machen uns auf den Weg zur Schmelzerbrücke. Ich bin dabei bei Euphonics seit 6 Monaten ungefähr. Und du bist Bassist? Ich bin Bassist, ja. Ich bin Freund von Elena seit schon lang und sie hat mich eingeladen zum Band. Und seitdem bin wir zusammen. Also, ich bin die Christina, ich bin bei den Euphonics die Keyboarderin. Und dieses Projekt ist jetzt, ich würde sagen, im November wird es dann ein Jahr, dass davon die Rede ist. Und wir haben jetzt das Album recorded und ja, also ich würde sagen, knapp ein Jahr dieses Projekt, nicht ganz. Und was passiert hier heute? Heute machen wir unser erstes Videoclip zusammen und ja, das wäre Spaß zu haben. So. Weißt du schon, was passieren wird genau? Nein. Doch dafür gibt es ja den Regisseur. Stop singing, she just keeps singing. We go on different directions or we all go in the same direction? You just basically stay where you are. She'll greet you and then she'll continue on, but you stay where you are. Und dann kann es auch schon losgehen. Plan ist, in einem Shot alles aufzunehmen. Also in einem Durchgang. Was nicht immer einfach ist, wenn noch ein zweiter Kameramann herumsteht. Wie bei jedem Dreh ist auch beim Musikvideodreh das Warten eines der größten Herausforderungen. Falls ihr euch jetzt wundert, das ist noch der Trockendurchlauf. Also ohne Kamera.
Es wird ganz genau geschaut, wo und wie sich Marjorie bewegen soll. Der Musikvideo dreh ist nicht humorfrei. So viel kann man sagen. Der Regisseur ist noch guter Dinge und erklärt nochmal den Ablauf. Sing the last bit and I'll know to do the flyover when you turn the rail. Then I can do the flyover your shoulder and out. Und dann gibt's nochmal den Handy-Soundcheck. You can press play at the same time. Ja, so banal, so einfach, so genial. Die Musik wird via Handy gehört und dann wird gefilmt. Alle stellen sich auf Position. Light's not right, but we're going to go with the camera and give it a run through. Und selbst der Regisseur glaubt, es geht gleich los. Doch zuerst muss noch nachgeschminkt werden. Take another drink or Oh, jetzt habe ich sowas an den Zähnen. Bitte nicht filmen. Ich bin sensibel. Ganz dem Persönlichkeitsrecht entsprechend. Ich habe Lippenstift an den Zähnen. Schauen wir uns ganz genau an, was da jetzt los ist. Bitte Nahaufnahme, ganz nah. Nein, jetzt ist es sicher seitlich. Entspannung ist angesagt, ganz nach dem Motto des Liedes. Come back to yourself. So, aber nun wird mit Kamera gefilmt und es geht in einem durch. Die Idee des Regisseurs geht auf, genaueres könnt ihr sehen und hören, zum Beispiel auf YouTube. Und wo ihr einkaufen könnt, wisst ihr ja schon. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder da seid. Eine schöne Woche noch, ciao.